Hallöchen, da sind wir wieder mit Sons of the Forest, mit Tobi K. alias Tobinho und Palando. Hallöchen. Hallo. Hi, hi. So, wir brauchen weitere Baumstämme. Ne? Ich gehe da wieder hoch. Ich gehe wieder Bäume. Ja, ich sammle auch mal ein paar. Ja, am besten ist, wir teilen das so ein bisschen auf. Dass ja. Olli die quasi packt, kurz runterwirft und wir dann die sozusagen hier verbauen. Oh, jetzt hast du die Falle ausgelöst. So. Meine Kleintierfalle. Man kann immer zwei Bäume nehmen, also zwei Baumstämme. Das heißt, Baum hacken, zwei nehmen und dann schmeißen wir die hier die Klippe runter, dass wir die unten einsammeln können und zur Baustelle bringen. Ich weiß gar nicht, was ist denn besser? Zwei Fällen einer läuft oder einer Fällt zwei laufen? Also eben gerade war es so, dass du mehr, wenn die im Nahbereich waren, mehr gefällt hast, als ich wegschleppen konnte. Ja. Der Abstand wird ja auch für uns die Häkchen immer größer. Ja, ich möchte es nochmal testen. Zwei nehmen auf jeden Fall. Zwei auf die Schultern nehmen immer. Also einmal kurz E. Da liegen jetzt Baumstämme. Wenn du einmal kurz E drückst, dann nimmst du den. Ja, abs, okay. Dann nimmst du noch einen, dann hast du zwei. Dann gehst du da an die Klippe und dann drückst du G zweimal. Hier, komm mal jetzt zu mir. Guck mal hier oben. Ah, okay. Und dann schmeißen wir die da immer einfach unten hin. Das geht am besten. Muss nur aufpassen, dass man nicht schmeißt, wenn gerade unten einer steht. Wobei ich noch nicht gesehen habe, dass dann wirklich was passiert. Schadenstechnisch? Okay. Ja, also ich war ja oft der dann unten stand, aber zumindest nicht erkennbar, dass... Beim Hacken muss ich um den Baum rumherum, ja? Ja, genau, bis er irgendwann kippt da halt. Ich habe das noch in keinem Spiel, also ich habe ja schon viele Holzfällerarbeiten mittlerweile gemacht in den Spielen, aber so gut sah das noch nie aus. Das ist schon echt gut gemacht. Muss man mal ganz kurz lesen, was Töchterchen schreibt. Ob es irgendwas ist, was jetzt einen unmittelbaren Handlungsbedarf auslöst. Hier, gleich gehe ich runter und bring das Holz weg. Ja. Decky ist auch schlau, die ist jetzt gerade einmal durchs Feuer gerannt. Brennt sie? Nee, ne? Sie brennt. Oh nein. Sie brennt, Oh mein. Und ich kann sie nicht löschen. Also ich würde sie ja löschen. Ah, sie ist gerade ans Feuer gegangen. Oder ins Feuer. Ich glaube, die kann nicht sterben durchs Feuer wie wir. Also wenn du durchs Feuer rennst, Tobi, für dich als Info, dann geht dein Leben runter. Und zwar so weit runter, bis du stirbst. Ja. Also du musst definitiv... Wo kriechen die Holzer da oben nicht drauf? Du musst... E drücken, wenn du... Einfach ja, habe ich gemacht. Eigentlich sollte es gehen. Rangehen. Bis so ein Symbol kommt, dass du es verarbeiten kannst. Also quasi wie so ein Hütten-Symbol. Und dann einfach E drücken. Oh, kann sein, dass das irgendwo hingepackt hat. Ich kann auch zwei auf dem Arm nehmen, ne? Ja, ja. Und verbauen. Bin gleich wieder da. Ah, jetzt wo Tobi da ist. Achso, Marc ist ja gerade. Dann können wir gleich mal da hinten auf die. Da ist so eine aufblasbare Schwimminsel im Wasser. Und da haben wir letztes Mal Pistolen und so gefunden. Wir können mal gucken, ob das wieder da ist. Wollen wir eben das Add-on, was da auch ist, kurz schon mal anteasern? Alter! Nein. Okay. Was denn, Alter? Ganz schön viel Holz liegt hier. Ja, ja. Brauchen wir ja auch. 35 Stämme steht da unten noch. Mhm. Deswegen hacke ich hier oben rotig. Ja, 75 Stöcke. Ja. Das ist mir ein scheiß Fischreißen, das ärgert mich auch. Man müsste das irgendwie resetten können, seine Baugeschichten, aber. Ja, voll.
Zum Ausrüsten deines GPS-Geräts drücke M. Ja, dann hast du genau wie so ein Handy, GPS, wo du die Karten hast. Geil, anstatt Calvin selber jetzt in den Wald geht und Dinger holt, hey, holt er nur die Bäume, die ich hier hinschmeiße. Aber er verkürzt damit wirklich den Weg. Ja, aber immer nur einen. Ja, ist ja... Er ist halt nicht so schwach. Genau. Er ist langsam, aber kontinuierlich. Naja, immerhin haben wir ihn, ne? Genau. Er ist halt unser Freitag von Robinson Crusoe. Hat mich schon ein bisschen erschrocken, ey, beim ersten Spielen. Das ist voll unheimlich. Dass er so ein bisschen durch war. Das ganze Spiel ist unheimlich. Wenn du das erste Mal allein im Wald bist und da die ganzen Gegner hinter dir herkommen und so, das ist schon eklig. So blutet aus dem Ohr und ja. Voll fertig, der Arme. Da was für ein krasser Regen schon wieder. Autsch. Sorry. Also es zieht Leben ab. Okay. Ja, okay. Man kann auch Baumhäuser bauen, wenn man irgendwo im, aber im Wald will ich gar nicht. Die können ja auf Bäume klettern. Finde ich voll unheimlich. Ja. Da finde ich so eine freie Fläche, wo man dann einen Zaun drumherum bauen kann, viel besser. Glaube ich. So, ich werde gleich mit hochgehen und noch ein bisschen hacken. Ja, genau, wir können ja quasi hier ein relativ großes Häufchen mal erstmal machen und dann. Apropos Häufchen machen, muss man ja auch irgendwann mal aufs Klo? Ich glaube nein. Nein. Sitzt man aus, okay. Geil, also beim Gewitter wollte ich schon immer mal unterm Baum hacken. Beste Idee, ey. Mit einer Metallaxt. Suchen sollst du suchen. Ja, genau. Weiden sollst du meiden. Ja. Bin ich hier gleich wie Seven vs. Wild. Ja, was macht denn die Alte hier bei mir? Mit ihren durchnässten Top. Wet T-Shirt Contest. Zeig mir ihre drei Daumen. Geh weg hier! Als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich sie umgehauen. Habe ich mich so erschrocken. Ich habe mit Calvin gemacht. Da ich sie gleich umgebracht. Calvin habe ich voll ermordet. Ja, das macht nichts. Da hat man halt keinen Helfer, ne? Ja, ich war gefrustet, weil ich nicht wusste, was ich machen soll, und habe ich ihn getötet. Der ist dauerhaft dann weg, oh. Also. Ja, der ist dann dauerhaft. Ja. Vier! Sorry. Vor allem von beiden, glaube ich. Ja, wir haben ganz viele Stämme auf dem Kopf. Ja, wir haben beide gleichzeitig geschmissen. Ja, und ich glaube, sie hat auch noch ihre Waffe gezogen. Sie sitzt übrigens hier oben gerade. Sie hat sich einfach hingesetzt. Ich finde das voll witzig irgendwie gemacht. So, man weiß noch nicht, was sie für eine Rolle spielt und wo sie herkommt. Aber sie sucht bei uns Schutz. Oh, fällt der Baum aus sie drauf? Baum fällt. Ja, cool. Ich habe für Olli hier oben jetzt quasi die Abschussvorrichtung komplett. Für den Flitzebogen. Ja, sehr gut. Weil dann kannst du da mit dem Seil hochklettern, stehst da oben drauf und kannst dann sozusagen von da oben mit Pfeil und Bogen. Wir müssen mal gucken, ob sowas wie so eine, wie soll ich das nennen? Pfeilreservoir oder irgendwas. Achso, das sind mehr Pfeile, ja, genau. Ja, dass da halt irgendwo wie so ein Köcher hinstellen kannst und da sind dann halt ganz viele Pfeile drin. Das wäre ja cool. Wo habt ihr sie eigentlich gefunden? Die kommt irgendwann angelaufen. Sie hat uns gefunden. Irgendwann ist sie da. Finde ich cool gemacht, dass du die zwei Dinger immer nehmen kannst und dahin schmeißen kannst und so. Ja. Das macht's wirklich angenehm. Geil, hier oben zwei und unten Calvin und Markus, die da, die voll gut.
Und sie bewacht uns hier oben mit ihrer Knarre. Nur aufpassen, Tobi, wie gesagt, die Kannibalenviecher da, die hüpfen ja auch durch die Bäume. Also. Ja. Könnte sein, dass ich einen mitfälle, ja. Ja, genau. Ich hab die auch, die haben mich auch schon mal ganz gruselig angeschrien, als ich einen Baum gefällt habe. Da habe ich mich so erschrocken. Irgendwas grunzt hier, oder? Das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob die Bäume irgendwie mal nachspawnen oder so. Also so unrealistisch oder ob das immer so jetzt bleibt. Wie die Persistenz des Servers ist, weiß ich halt nicht, weißt du? Brauchen wir überhaupt noch? Wir brauchen gerade gar keine, ne? Doch, wir müssen ja irgendwie... Was war das gerade? Weiß nicht. Gerade angehört, als ob sie geschossen hat. Oder als ob irgendwer geschossen hat. Achso, du hast halt noch einen Turm hingebaut. Ja, ja. Einfach, das war quasi... Aber was hältst du davon, wenn sie den hier hinten Richtung Reus, also hinter Kleintierfalle da in die Richtung... Vom Wasser, von der Seite. Ich guck gerade, von wo sie uns, wenn, angegriffen haben, weißt du? Also, okay. Das ist ja wirklich was, wo ich sage, das ist jetzt Stunde Arbeit oder halbe Stunde mit allem drum und dran. Dann können wir nämlich bald noch Palisaden bauen. Mhm, genau. Ich bin müde, ich muss mich mal schlafen legen. Aber es ist gerade Tag, das ist voll doof, egal. Bleib jetzt wach. Wollen wir mal den Tag jetzt noch nutzen, solange es hell ist, und einmal da hinten hingehen? Unbedingt. Und dann können wir danach einfach weiterbauen. Ja. Am nächsten Tag. Noch ist es hell. Ich hoffe auch, dass der... Lass uns ruhig die Baumstämme, die unten sind, noch ganz kurz wegarbeiten, in der Hoffnung, dass der Vogel dann weiter Holz holt. Ja, das ist gut. Was eigentlich, wenn die Kannibalen kommen und den töten hier? Dann ist er weg. Dann ist er weg, der ist dann wirklich tot. Echt? Ja. Das wäre scheiße, ne? Ja, ist halt schade, also. Ja, den sollte man dann vielleicht, wenn man weg ist, irgendwie in der Bude lagern. Ach, ja, die Frage ist, ob die Kannibalen dann nicht in die Bude kommen. Deswegen sage ich ja, wir sollten gucken, dass wir wie auch immer. Aber wenn wir schlafen gehen, gehen die dann auch schlafen, oder was? Scheinbar. Also zumindest ist da noch nichts passiert. Es wird langsam dämmerig, ne? Vielleicht sollte man dann doch warten. Ja. Oder? Ich weiß, kannst du schlecht einschätzen. Ja, ich will da hinten nicht im Dunkeln stehen. Schon gar nicht auf der Insel sein, wenn es dunkel wird. Ja. Aber weißt du, was ich jetzt mal mache? Das sind ja keine Stühle, da kann man nicht drauf sitzen, ne? Ah, oh, er setzt sich erst. Guck ihn dir an, ey. Kelvin. Weißt du was? Ich schicke Kelvin jetzt Fische holen erstmal, oder? Wir haben nur noch zwei. Zwei sind da nur noch, genau, ja. So, du holst jetzt mal Fische. Ach, mein Fisch ist rotten. Verdorben. Naja, deswegen. Tobi, du stehst ihm im Weg. Cooked Meal. Ah, geil. Ich habe noch ein gekochtes Fleisch. Das kann ich schon mal essen. Was kann ich ihm bauen? Eine Blätterrüstung, eine handgefertigte Keule. Stockseil. Achso, warte mal. Die macht, glaube ich, im Nahkampf relativ viel Schaden. Haut aber so von links nach rechts, dass du
nur alleine kämpfen kannst. Also da kannst du nicht gezielt, so wie mit dem Speer, einer links, einer rechts, sondern wenn du die Keule hast, dann geht's nur Attacke. Aber was ist die mit dem Schädel, ne? Das finde ich witzig. Ja. Boah, ich brenne. Ins Wasser. Boah, ist doch. Du kockst, du musst laufen, nicht kriechen. Übrigens, Markus, wenn man die linke Maustaste mit der Keule gedrückt hält, guck mich mal an. Ja, sofort. Ja. Dann haut man von oben nach unten. Ah, okay. Nee. Cool, okay. So habe ich gebaut. Was kann ich noch? Reparaturwerkzeug, Steinseilstock. Steinseilstock baue ich auch mal. Ich glaube, damit kann ich dann, wenn unsere Burg angegriffen wird, dann kann ich die damit wieder heile machen. Oder? Wo habe ich denn die Blätter versteckt? Die Blätter sind unten links, unter den Federn. Mhm. Unten links. Nicht auf der Matte, sondern im Sand sieht man die quasi. Molotow-Cocktail, Blätterrüstung. Geil, Molotow-Cocktail baue ich mir jetzt. Sein Stock, Fädel. Seil. Oben beim Rucksack. Und Schädel im Rucksack, wa? Schädel ist ganz oben rechts, ganz weit rechts, neben der Matte. Ganz rechts. Außen. Ich habe noch Schildkrötenpanzer, sehe ich gerade. Ja, die sind bei mir irgendwie weg. Wo sind die bei dir? Ganz oben, wo die Schädel sind, ganz oben rechts. Das ist schon witzig gemacht, ne? Mhm. Ja, das ganze Inventar ist geil gemacht. Die sind bei mir weg. Okay. Die Schädel habe ich noch 3 Stück. Ich glaube, das ist doch das Maximum, was man haben kann. Ja. Okay, ja. Speer habe ich ja noch. Muss ich ja nicht bauen, ne? Nö, dann hast du ja sein, du schmeißt ihn weg, dann bräuchtest du einen neuen. Er zeigt mir einfach nur quasi, was ich bauen kann. Bei dem Zahnrad genau, was du bauen könntest. Wenn du es das erste Mal machst, wenn du es schon kennst, dann kannst du die Sachen immer wieder bauen. Mhm. Übrigens, ihr habt einen Lichtschalter fürs Inventar. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. Wenn es gerade so dämmerig dunkel ist. Wie sammle ich einen Fisch? Mit einem Speer. Genau, nee, du meinst fangen, ne? Mit dem Speer zum Beispiel. Ja, mein ich doch, genau. Mhm. So, ich guck mir jetzt mal an, wie der Turm funktioniert, den Markus hier gebaut hat. Klettert man reingehen, außen hoch e oder drinnen? Ah, drinnen. Drin. Dann ist das Seil, E drücken. Und dann zieht er sich sozusagen hoch. Ach, da musst du hochklettern. Ist ja witzig. Ja, cool. Sieht man hier die Fische auch irgendwie? Es wird, ja, es wird auch jetzt in der, bei dem Licht wahrscheinlich nicht mehr. Hier sind noch 3 rohe Fische. Macht euch die mal, dass ihr jetzt quasi voll seid, wenn wir schlafen gehen. Noch trinken. Ich hab sie hingelegt. Zack, so. So, sie sind im Feuer. Getrunken habe ich. Mal warten, bis die Fische fertig werden. Aber man sieht es gar nicht mehr, ne? Schlecht auf jeden Fall, ja. Na gut. Ungefähr, also dann ungefähr 10 Sekunden dauert es. So, was habe ich hier? Guckt Fisch. Ich habe guckt Fisch. Dann kannst du den anderen auch schon holen. Tobi, guck mal, hier wo ich stehe, ist noch hoher Fisch. Ich habe auch einen Guckfisch. Und ich bin satt. Also, ich bin satt, ja. Okay, dann zum Zelt. Ja, dann pennen wir jetzt erstmal eine Runde. Ich speichere einmal. Genau, immer speichern. Perfekt. Und dann können wir einmal pennen. Einer fehlt noch. Jetzt. Hammer. Perfetto. Da sind wir wieder. Warte mal, ich häng mal den Fisch. Oh.
Kann ich nicht aufhängen, ich habe schon drei. Aber warte, ich kann einen essen. Einen hau ich mir rein. Genau, der wird eh beim Fisch ist es so, dass der relativ schnell roh wird. Verdorben. Ja. Der hält nicht lange. Der guckt Fisch. Willst du ihn Baumstämme sammeln lassen? Von hier der Position, wo er jetzt gerade ist? Warte, wo ist er denn gerade? Ah, hier, ah, ja, halt nicht, bleib, nein, oh. Jetzt standst du im Weg, jetzt kam ich nicht hinterher. Ach, verdammt, ich wollte den einfach nur nehmen, nicht essen. So, Muck. Ach, wie doof. Du kannst ihm das übrigens genauso sagen, ne? Ja, wird. Deine Sprache spricht da besser. Okay. Ready, wollen wir an den Strand? Unbedingt. Tobi, auch da? Habt ihr ein paar Pflanzen angebaut oder was? Jo. Heidelbeeren. Na und das andere Zeug ist Gift. Da wissen wir noch nicht, was man damit macht. Vielleicht kann man irgendwie die Pfeile dann bestreichen oder wie auch immer. Müssen wir dann mal gucken. Da haben wir noch keine Erfahrungswerte. Wenn du hier Möwen siehst, ruhig die Möwen platt machen, weil wir brauchen relativ viel Federn noch. Jo. Boah. Und dann ruhig, wenn sie da liegen, immer wieder drauf einstechen, dann kommen immer mehr Federn raus. Die muss man dann ganz schnell einsammeln mit E. Für die Pfeile. Und dann auch mit dem Messer ausnehmen, die Möwe, für Fleisch. Oh, ich freue mich jetzt schon wieder darüber zu schwimmen. Ich habe gerade eine Möwe ausgenommen. Ja, sehr gut. Und vorher ein paar Mal eingestochen, ne, wegen der Federn. Hier fliegt noch eine rum. Es ist übrigens richtig krass, Tobi, wenn du hier taust, ne? Das ist echt, echt. Bei mir sind Kisten. Jo. Und der spielt gerade Musik, als wenn hier ein Radio gerade läuft. Ja, das war das Radio, was ich beim letzten Mal mitgenommen hatte. In die Basis. Aber ich kann es nicht mitnehmen. Irgendwie nee, ich muss es treten. Ich habe das doch fußballmäßig immer weiter. Ah, Medikament und Energy Drinks. C4-Ladungen sind hier übrigens, wo ich gerade stehe. Hier beim letzten habe ich das bis zur Basis gekickt und dann haben wir Musik in der Basis. So, hier, mal gucken. Hier hinten in der Ecke waren irgendwo die Schildkröten. Ja gut, so viele gibt's ja nicht, ne? Oh, hier sind auch viele Möwen gerade. Ich glaube, wenn E erstmal steht, dann ist vorbei. Dann kann man sie nur noch ausnehmen. Nee. Das war nicht richtig, das stimmt nicht. Irgendwann geht's mal, irgendwann kommen keine Fehler mehr und dann weißt du Bescheid. So, würde ich sagen, schwimmen wir mal rüber, wa? Mhm. Also hier zu tauchen, Tobi, das sieht unter Wasser wirklich aus wie unter Wasser, ja. Okay. Das ist so eklig. Irgendwelche Algen und komischen Ranken. Markus, ist gut, dass du vorschwimmst. Ja, ja. Einer muss sich ja opfern. Wie, was heißt das? Vom Ei war. Da ist eben was gesprungen bei dir, Markus. Mhm. Oh Gott. Oh Gott. Muss man da hoch, ja? Ja. Ich weiß bloß nicht. Ach
komme nicht hoch. Du musst eh am Rand irgendwo finden, ja. So eine Position, wo dann das E ist. Das hatte ich schon mehrmals, aber... Ich hab's jetzt. Ich komm nicht hoch, bei mir ist kein E mehr. Ich würde da auch gern hoch, warum kann ich da den nicht hoch? Komm mal von der Seite. Achso, genau, hier war es irgendwo. Ungefähr wo ich stehe. Ein Stück zurück. Und dann hat er das E angeboten. Jetzt. Oh, ja. Das ätzen, das ist ja richtig ätzen. Ja, ja. Der hat mich hier schon zweimal hier eben rumgesprungen. Alter. Auch ganz schön lange um da hoch. Ja, ne? Furchtbar. So, wir haben die Knarre wieder. Dein also. Pfeil. Was? Feinfeuer kann ich bauen. Ich habe Granaten. Und GPS-Peilsender. Ach, das war das Teil, was er jetzt hier eben gerade. Ich hab einen Dosenöffner. Guck mal da draußen, Tobi. Da ist ein Freund von dir, der möchte mit dir spielen. Ich hab Druckerharz für den 3D-Drucker. Oh, cool. Ja? Ach ja, das sieht man ja gar nicht richtig. Siehst du ihn? Ach, nicht? Jetzt sehe ich ihn, ja. Den Freund. Kann man den nicht töten? Haben wir versucht, aber es war nicht so erfolgreich. Oh. Mal gucken, ob er mir folgt. Oder euch. Ich bin schon hinter dir. Achso, okay. Tschüss, Tobi. Ich trau mich das jetzt nicht. Ich finde das auch recht unheimlich. Wo ist denn der jetzt eigentlich hin? Das weiß ich nicht. Hinter Olli, glaube ich. Vielleicht hinter mir gerade. Ich guck, ich drehe mich nicht um, ich schwimme einfach. Ich guck nicht. Ich der frisst dann aber direkt, ne? Das weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen, wenn du aufgefressen bist. Einer. Viele Kannibalen am Strand. Oh, scheiße. Ich sehe es. Oh, fuck. Wer schreit denn da so? Kannibale, ich versuche nach links wegzuschwimmen. Ja, ich bin hinter dir. Was machen die denn da? Oh. Müssen wir gleich die Knarre benutzen, wa? Ich muss langsam ans Ufer, die Ausdauer geht runter und ich weiß nicht, ob du da einfach ertrinkst. Jetzt laufe ich schon. Ach du Scheiße. Ins Dorf zu kommen. Weil ich muss auf alle Fälle gucken, erstmal Pfeile machen. Ich habe keine Pfeile. Die haben auf jeden Fall Bock auf mich. Die Kannibalen? Aber die kommen gar nicht, die gucken nur. Ja, schwimmen wie wir ganz nach links. 5 Stück sehe ich. Komm ins Dorf. Können wir doch Knochenpfeile machen, das ist doch viel besser eigentlich. Knochenpfeile? Nur wenn man aus den Kannibalen die Knochen wieder extrahieren, vielleicht kann man ja Knochenpfeile machen. Geht das? Gibt's das? Weiß ich nicht. Aber die kommen nicht mit, ist ein Ding. Sei froh. Wie war denn das? Man brauchte Federn, 2, 4 Steine. 4 Stöcke und 4 kleine Steine. Die Stöcke waren es, glaube ich, nur 2, genau, ja. Ja, 2 Stöcke, stimmt. Ja. Oh, der holt ja wieder nur Fische. Ich muss ihn mal wieder stoppen, ey. Mhm. Folge mir. 4000 Fische braucht kein Mensch. Was hat er jetzt gemacht? Die ganzen Pfeile. Oh, was will sie denn? Pfeile habe ich. Die ist gerade ganz. Wo lagert der denn die Pfeile? Ganz oben in dem schwarzen Koffer. Und dann musst du aber ganz quasi nach oben gehen. Ah, okay.
Komm her, Kollege. Ich hoffe, dass man mehr als 16 Pfeile haben kann. Irgendwann ist Schluss. Ja, ich weiß. 20 gehen. So, jetzt holt er wieder Baumstämme. Kann er aus kleinen Steinen auch große Steine machen? Nein. Aus großen Steinen kleine Steine meine ich? Nein, das ist voll übrigens. Also 20 Stück ist das Maximum, was du haben kannst. Na gut, ich habe nicht mal einen Bogen. Achso, den solltest du dir bauen. Ja, okay. Dafür brauchst du ein Seil, zwei Stöcke, glaube ich. Aber das müsste er dir anzeigen. Ja, hat er nicht. Achso, Klebeband brauchst du. Klebeband. Habe ich. Habe ich alles eigentlich da. Okay. Nee, ich habe kein Seil mehr. Okay, das ist schlecht. Seil kriegst du ja auch nicht mal eben so, ne? Ich glaube nicht. Ich bin mir mal nicht sicher. Ich habe die Uhr, die Platine, Klebeband, Draht und trotzdem kann ich die Zeitbombe nicht bauen. Warum? Tech-Rüstung. Also entweder muss das Fleisch jetzt mal irgendwo aufhängen, weil das gammelt doch bestimmt, oder? Ja, bei dem Fleisch aufhängen weiß ich nicht genau, was und wie es funktioniert. Bin mir nicht sicher, ob das Fleisch aufhört. Ah, okay. Vielleicht kriegst du ein Trockenfleisch. Das wäre ja cool. Ja, ja, hab ich gemacht. So. Ich hab's gerade mal hingehängt. Ja, ich nehme auch so einen Haken gleich. Pass bloß da hinten auf, nicht, dass die zu 6 oder zu 7 kommen und du kriegst dann die Kelle. Das wäre sehr ärgerlich. Ich gehe da nicht hin. Den guckt Fisch sollten wir ruhig, auch wenn der Hunger noch nicht ganz so groß ist, ruhig essen, weil der vergammelt sonst gleich. Ja. Der hält nicht mehr lange. Hab gar keinen mehr. Mit was haben wir denn unseren Shoshi beauftragt? Baumstämme, habe ich ihm jetzt gesagt. Okay. Wenn ihr müde seid, ihr habt wahrscheinlich auch Energy Drinks links, die Dosen, damit kann man Müdigkeit beenden. Okay, ja, danke. Wo waren nochmal die Pfeile im Inventar? Ach, guck mal, der Vogel hat jetzt gerade hier oben die schwarzer Koffer. Und die Schnecke futtert auch die Bären. Ach, da sind die am Deckel. Ich habe übrigens zwei Kohlefaserpfeile. Die beiden Typen fressen, das ist ja auch geil. Vielleicht ist das, damit wir sie ernähren, weißt du? Das kann ja auch sein. Ach so. Nein, oh, jetzt endlich wieder rohen Fisch. Oh. Ja, ja, sind da genauso Trottelig. Mann. So große Steine. Hat sich ausgesteint. Also die Kleintierfalle ist sehr unerfolgreich. Da war noch nie irgendwas drin, glaube ich. Ja, das stimmt. Oh, fuck. Rohen Fisch gegessen? Ja, rohes Fleisch. Ja. Roher Fisch ist ja nicht ganz so schlimm, aber rohes Fleisch? Ich weiß bloß nicht, was man mit den ganzen Knochen macht. Also was? Knochenrüstung. Ich glaube, dann bin ich da schon durch. Durch. Na, dass ich meinen Körper schon. Ach, wobei ich habe jetzt gerade gar nichts anscheinbar, ne? Ich habe nur eine Rüstung. Ein Stück Knochenrüstung. Wo sieht man das, dass du die hast?
Wie, also wenn du mich anguckst, siehst du die wahrscheinlich, und ich habe unten neben dem Leben habe ich einen Punkt noch in dieser zweiten, im zweiten Balken, der daneben ist. Dann habe ich nichts. Weißt du noch, wie du die Knochenrüstung hergestellt hast? Leg mal einen Knochen auf die Matte, dann zeig ich dir das Zahnrad an, was du damit bauen kannst. Ah, okay. Ah, ja, das ist sehr schlau, ja. Knochenrüstung. 4 Knochen, Klebeband und ein Seil. Okay. 4 Knochen. Ich kauf Seile. Ja. Was brauche ich noch, um eine Taschenlampe zu bauen? Oh, mit den Batterien kann man eine Taschenlampe irgendwie bauen, aber ich weiß noch nicht wie. Unsere Ellie Pirelli hat übrigens ein Dings. Was denn? GPS-Sender, Tobi. Ah, okay. Cool, cool. Holst du noch ein bisschen Bäume, Stämme? Ja, bin gerade dabei. Sehr schön. Super gut. Dann mach ich das. Mir fehlt Seil, um irgendwas zu bauen. Komm mit hoch. Müssen wir Seile sammeln. Ja, dafür müssen wir rausgehen in irgendwelche Lager und plündern. Da können wir auf dem GPS sieht man immer irgendwelche Orte, wo wir hingehen können. Ich fände es halt ganz cool. Wir haben Besuch, mindestens einer. Jo, komme. Ja, jetzt einen sehe ich gerade noch nicht. Aber die Frage ist halt, ne, kundschaftet der aus, holt der da Nachschub? Ja, die verhalten sich eklig. War so einer von den harmloseren. Ja, dann pack ihn einfach aus Feuer. Ja, ja, aber... Aus Feuer? Ja, ja, klar, dann kriegen wir Knochen. Komm mal mit, Tobi. Du musst das sehen, das ist so krass. Komm mal mit. Jetzt warte mal und beobachte den mal. Aber nicht zu nah ran. Einfach optisch ein bisschen gucken, was mit diesem Körper... Sag das mal Kelvin, ey. Der wärmt sich so richtig schön. Aber guck dir mal an, wie die das programmiert haben. Das ist ja geil, ey. Zack, da liegen die Knochen. Alter, ist so abartig. Jetzt kannst du die Knochen einsammeln. Wir haben hinten schon hinter der Hütte Knochenständer. Ich glaube, die sind aber voll. 3 Stück. Nee, ich habe da eben gerade Dings rausgenommen. Für Knochenrüstung. Aha. So einer bist du. Na, ich muss es beim Olli ja nachmachen. Nachtun. Ob ich die einzige arme Sau, die nichts hat. Ja, na gut. Wir haben auch schon 3 Stunden oder 4 Stunden gespielt. Ja. So, boah. Fällst du erstmal oben mit? Was sag ich? Oben mit fällen? Ja. So, da oben liegen noch Bäumchen. Hier haben wir noch welche liegen lassen. Okay. Das
Zack, zack, zack. Oh. Zack. Jetzt will er ein Seil. Ja, hast sonst du noch kommt ein Seil, Olli? Warte, ich gucke. Nope. Hab ich nicht mehr. Okay, dann müssen wir definitiv los, bevor wir gleich was los machen. Ja, bringt nichts, ne? Hab auch Bock auf Seile. Ja, ich hab auch Bock mal rauszukommen. Finde ich gut. Ja. Okay. Ich würde mir ganz gerne mal einen Bogen bauen. Genau, die Baumstämme, die jetzt hier noch sind, lasst uns die dann nochmal hinten im Lager wegstapeln. Dann können wir dem Vogel sagen, er soll trotzdem noch Baumstämme hier herholen. Weil davon brauchen wir nachher definitiv noch welche. So, Tobi pinkelt auch mal drunter und ich stehe unten drunter. Ach nee, das macht er nicht wirklich. Was brauchst du denn hier? Ich wollte gucken, ob man hier irgendwie... An die Tür eine Rampe, vielleicht wieder wie bei der anderen Hütte. Nee, es ging mir gar nicht um eine Rampe, sondern es ging mir darum, ob man nicht hier sagen kann, man verbindet das so, dass dann, weißt du, anstatt die Pfähle, diese Rammengeschichten zu machen. Mhm. Weil bei der anderen Geschichte müssen wir jetzt gucken, ob wir die so nebeneinander kriegen. Und die gehen nämlich irgendwie nicht, das alles... Ja, hier am Wasser geht's nicht, dafür sind wir zu kuckelig, glaube ich, oder? Warte mal, hier könnte ich anfangen. Vielleicht kannst du da dann anbauen. Warte mal, ich versuch mal. Zack. Zack. Oh. Nein, nein, nein. Oder? Warte mal, macht das Sinn? Warte, kann ich. Oh nein, jetzt hat er den gekürzt. Das wollte ich nicht. Kann ich hier wieder draufsetzen? Nee. Oh. Das läuft schlecht. So, jetzt schopp den Bogen ruhig. Hier an das Ding ran. Genau, das waren nicht so viele Stämme. Also quasi hier so. Genau, ja. Oh, den sitzt dann nicht mehr. Der ist zu klein. So. Keine Baumstämme mehr. Ich glaube, jetzt haben wir alle Baumstämme, zumindest die irgendwo so grob waren, verbaut. Ich mache noch kurz die Spitzen dran. Ich gucke mal, ob ich hier vorne noch den einen hier, der hier um die Ecke geht, den kann ich nur kürzen. Da kann ich, hier kann ich eine Spitze machen. Warum kann ich, jetzt. Okay, man muss gut zielen können. Oh, darf ich erst rein? Ja. Muss eh gucken, ob man das hier. Ich kann einen hinsetzen. Wohin? So direkt daneben. Ja, dann mach mal. Ja, super. Genial. Oh, da fehlt die Spitze. Oh, kann ich nur so klein, ey. Kann man drüber klettern. Ja, man piekst sich den Arsch auf. Nee, das, der bringt nichts. Kannst du mit C wieder wegmachen, ne? Ja, ich weiß. Guck mal, Tobi, ob du da noch einen daneben kriegst. Achso, haben wir noch keine. Aber ich hole mir hier ein. Von außen ging es nicht. Nee, ich kann ihn nur so. Da noch raus oder rein? Eigentlich. Ja, mit Hüpfen komme ich jetzt hier. Ja, jetzt glitscht du gleich fest und kommst dann nicht wieder raus. Ja, ja. Ich bin auch blutig. Gucken meine Hände an. Jetzt wenn ich durch. Aber ich habe kein Leben verloren. Scheinbar. Warte mal, lass uns das mal anders machen. Ich habe mal eine Idee. Können wir nicht hier hinten weiterbauen erstmal? So, warte mal. Das war das noch einfach ein bisschen verlängern noch.
Weißt du? Mhm. Dass wir gar nicht da ins Gebäude rangehen, sondern noch weiter rum. Mhm. Dann haben wir dieses Problem vielleicht nicht. Mhm. Wo den kurzen? Wollen wir den erstmal wegnehmen? Ja, besser ist das. Und schmeiß den kurzen irgendwo mal hin, wo die Sonne nicht scheint. Geil, sie halt zeigt Daumen hoch, ey. Mit ihren drei Beinen und 6 Hühneraugen. Na, dann packe ich den dazwischen. Ein dazwischen. Ich hab den einfach mal ins Wasser geworfen. Ja, der treibt dann weg, das ist gut. Auch kein Mensch. Oder? Na gut, wir bauen ja jetzt noch ein bisschen oder was, dann hacke ich hier oben jetzt das Holz. Ja. Sag, nee, warte, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal los. Bevor wir jetzt bauen. Oh, ich sollte was essen. Immer. So, ich sag erstmal, für diese Folge machen wir einen Break und ich sag tschüss, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Gerne wieder mit Palando und Turbinho. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Ciao.